So, jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Was. Und zwar ist heute erschienen das VDL Zither Pack, sage ich mal. Mit dabei ist wieder mein Discord-Partner. Moin. Genau. Ja, wir quatschen ein bisschen über das Fahrzeug und die Karte. Die Karte ist Heinzelberg. Er fährt hier auch gerade. Und ja, du kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen, was in Zukunft noch kommen soll. Also in Zukunft soll auf jeden Fall noch der Multiplayer zu Bass kommen, was auf jeden Fall ein sehr geiles Feature werden wird. Ja. Und auf jeden Fall ein Wirtschaftsmodus soll auch noch kommen, wo man dann seinen eigenen Betrieb erstellen kann, dann zusammen mit Freunden spielen kann. Ja, genau. Sowas. Auf jeden Fall noch einige Sachen, wo man sich auf jeden Fall sehr drauf freuen kann, dass auch aus dem Spiel, sage ich mal, was wird, ja, kann man so sagen. Jeden Fall, ja. Das Ganze Nikolai, ist Crash. Jetzt noch in der Entwicklungsphase, ja? Genau. Genau, ja. Ja, wir fahren jetzt hier gerade, wir können ja gleich mal einmal durch den Bus durchgehen, wir haben zwar ein bisschen verspätet, aber das ist ja scheißegal. Huch, ein bisschen eine Wörter. Wir fahren die lange Version, Dreitürer. Ganz schauen wir mal einmal durch hier. Genau, wir haben jetzt die Berliner Ausstattung, sage ich mal. Woo! Woo! Hier haben wir die dritte Tür. Entschuldigung. Ja. Ist ein feines Fahrzeug, muss man sagen. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal ein bisschen leiser stellen. Das ist ganz schön laut. Genau. Ja, hier Rollstuhlplatz, man kennt's. Sehr feine Sache auf jeden Fall. Ausklappen. Man kann die Sitze ausklappen, Tom. Was? Man kann die Echt, Rollstuhlplätze ja? ausklappen, ja. Das ist cool. Ja, ist nicht wie in Omsen, ne? Mit Türen, wenn da Fahrt aufmachen. Na, stimmt. Aber. Einfach mal auf. Ich guck mal. Geht das? Fenster auf! So, jetzt möchte derjenige. Preisstufe 3. Er ist auch cool gemacht auf der Mod-Map hier. Auch ein sehr großes Lob an den Modder, der die Map hier gemacht hat. Wirklich Hammer. Ja. Was ist da jetzt genau? Ja, auf jeden Fall. Das mit dem Ticketsystem ist auf jeden Fall schon mal sehr cool gelöst. Dann auch die Definitiv. Gestaltung von der Map. Ja, nee, wirklich, ist so. Ja, ich weiß. Ja. Gleich. Crash. Ja. Genau. Preisstufe 2, 24 Stunden Ticket. Weil alle mit Karte bezahlen ja heute. Glaubst du es denn? Ja. Könnte immer so sein, das ist ein Traum. So. Wir haben jetzt auch hier, also ich habe mir dieses Hotmod für den VDL runtergeladen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie er sich vorher angehört hat, weil ich jetzt noch nicht vorher gefahren bin. Genau. Nächste Haltestelle. Abzweig Grambusch. Abzweig Grambusch. Ja, ansonsten deine Meinung dazu, zum Map und Fahrzeug und wie sich das Spiel entwickelt hat, sage ich mal. Also auf jeden Fall, das Spiel hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut entwickelt. Das hat jetzt auch richtig Potenzial, würde ich sagen. Das Rot. Und das Fahrzeug auch echt gut gelungen. Das hat auch Aber wie Eco-Drive. du. Ja? 6 km, ja. Stimmt. Aber halt, wie du schon mal vorher sagtest, das geht immer zum selben, wie soll ich sagen, Ja, den Zeitpunkt schalten. ja, also Praktisch jetzt bei 1500 Umdrehungen. genau, wie gesagt, ich sag mal so, es ist es nicht wie in Omni, dass man es kennt, dass er bei der verschiedensten Drehzahl schalten tut. Also man kann ja halt, er fährt halt nur eine Drehzahl ab. Ja, das könnte man vielleicht in Zukunft in dem was vielleicht noch ein bisschen verbessern, dass man den auch, ja, wie sage ich, Kickdown fährt, wo er auch normal fahren kann, sowas halt, sage ich mal. Genau.
das wäre halt noch so eine Sache, sage ich mal. Ja, jetzt fahren wir gerade schon über einen Überlandabschnitt. Ja, sieht sehr gut aus. Für mich ist ja eigentlich gar nichts, außer Felder. Ja. Aber trotzdem eine feine Sache, muss man mal so sagen. Weil es auf jeden Fall ein großes Lob an den Entwickler oder Entwickler wird. Weißt du, was ich meine, Mehrzahl. Genau. Guten Tag. Morgen. Morgen. Achso, du hast ja auch gesagt, in Zukunft sind auch Dialoge kommen, richtig? Morgen. Genau, das stimmt. Wie soll es ungefähr ablaufen? Also ich denke mal, ich weiß ja nicht, wie sie, aber ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit einem Mann, dass man über das Mikrofon sprechen kann. Ich könnte es mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie geht mit AI. Ja. Das ist jetzt auch schon ein sehr fortgeschrittenes Thema, ja. Das stimmt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man dann unten schon so Sprechboxen hat, wo man dann nur drauf tippt. Genau, dass dann im Prinzip dann der Text halt dann nur da ist. Genau. Könnte auch sein. Ja. Ja, würde ich sagen, fahren wir noch zur nächsten Haltestelle, dass wir mal noch mal ein kleines Let's Play gemacht haben. Jo. Derzeit können wir noch kurz ein bisschen talken hier. Auf jeden Fall. Genau. Also, wie gesagt, zum Bus ist lohnt sich auf jeden Fall, da lässt sich wenigstens mal ganz gut fahren. Ja. So, das Stichwort rechts rum nach vorne. Hat man das ja öfters, kann das sein, weil ich bin die Karte ja selber nicht gefahren, also hat man mehr Stichwort, richtig? Aber schon ein paar. Enkel ZOB. Guck mal, Manzek. Ist heute um Spielplatz nächster halt. Ah, das gleiche Wendestelle, sehe ich schon. Ja, genau, das ist auch der enge Ort dann. Ach ja. Naja, siehst du, haben wir noch ein kleines Highlight zum Let's Play hier. Das wird nämlich auch schön eng. Aber da fährst du nicht lang. Ah, gut. Doch, ich fahre hier lang. Ich fahre da lang. Ich wende da und dann fahre ich wieder zurück auf regulären Betrieb. Also. Patz. Betrieb. Genau. Aber von der Zeit. Performance her kann ich überhaupt gar nicht meckern, also das ist super. Manchmal ruckelt es ein bisschen, aber auch Weihnachtsmarkt ist ja auch am Start, aber ist das irgendwie. Junge. Oh Mann! Dann fahren wir dann noch vor bis zur Landstraße und dann haben wir es eigentlich. Genau. Hallo, was ist dich jetzt? Ich hab 5 Minuten Verspätung, Mann. Was ist los? Ich hab 4 Minuten Verfrühung. Echt? Ja, guten Tag. Ich. Guten Tag. Guten Tag. Falschen Bussteig gehalten. Oh. Ich stehe viel in Reisen. Wie ist was? So, rechts zum. Ja, oh ja. Das kann natürlich sehr interessant werden mit diesen Fahrzeugen hier. Bordstein. So ein bisschen auf den Bürgersteig fahren. Das passt. Aber das kriegen wir ja, denke ich, hin. Braunlage, zentraler Omnibus, Bahn. Ja, ich glaube, was nächster Halt, Erdinger. Huch, jetzt sind wir im Transporter hängen geblieben. Na, herzlichen Glückwunsch. Was man noch vielleicht ein bisschen machen könnte, wäre. Du bist auch, denke ich, nach meiner Meinung, vielleicht, dass diese Fahrgastdialoge ein bisschen deutlicher sind und nicht irgendwie. Ja, das stimmt. Das also, stimmt. Das ist ja wirklich, also könnte man es wenigstens vernünftig machen. Oder so, oh, ist aber so ein bisschen enger. Eieiei. So. Mein nächster Halt ist Enker Lenzburg.
Boah, ist das dolle eng hier, ne? Muss man mal sagen. Aber es ist ja immer was ganz Cooles. Ja, das stimmt. Ausforderung. Türflügelsperre. Ah, der hat keine Türflügelsperre, sehe ich gerade. Nee, es hat nur eine Vordertür. Achso, ja. Ein Türflügel. So, welche Sachen sind wir unseren Endziel? Ja, gefallen. So gerne ab und da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und.